Hallo zu einem neuen Video bei Marius Fliegendose. Heute binde ich mit euch eine Meerforellenfliege, einen Shrimp, aus einer Variante, die ich nicht aussprechen kann. Heutivin oder so heißt die irgendwie in Dänisch. Also wer Dänisch perfekt kann, herzlichen Glückwunsch. Die Sprache ist so schwierig. Man kann die Wörter eigentlich, wenn man Deutsch gelernt hat, irgendwie in der Schule oder das ewig spricht, die kriegt man eigentlich gar nicht ausgesprochen. Also, heute wenn. Eingespannt habe ich hier ein Arex NS 122 in der Größe 4. Als Faden verwende ich UTC 140 in Tann. Da geht jeder hellbraune Faden, aber er sollte nicht zu dünn sein. So, und den lege ich mal an. Was die Dänen hier machen, also ist für mich auch eine Fliege, die ich bisher nicht im Gebrauch hatte, muss ich zugeben. Aber mir gefällt die ganze Geschichte einfach, wie die aussieht und wie sie gebunden ist und wie sie scheinbar auch funktioniert, weil man sehr, sehr viel Gutes hört. Und ich plane ja gerade oder habe ein Meerforellenseminar auch geplant. Am 13. bis 20. April findet das statt. Jetzt auch im Shop übrigens buchbar, wer da Interesse dran hat. Es können 6 Leute mitfahren. Könnt ihr euch gerne anmelden. Es geht in den Raum Flensburg, Flensburger Förde, wo ich halt schon seit Ewigkeiten unterwegs bin und mich sehr gut auskenne. Und daher würde ich mich freuen, wenn wieder eine schöne Gruppe zusammenkommt und ein paar von euch dabei sind. So, und was ich jetzt hier mache, ist die Grundwicklung lackieren. Finde ich immer bei Meerforellenfliegen sehr, sehr wichtig. Einfach damit das Salzwasser nicht so an den Haken drankommt. Und der nicht so leicht rostet. So, und dann habe ich hier etwas Salmo Supreme Dubbing in der Farbe Flu Salmon. Und von dem nehme ich jetzt ganz wenig, also wirklich minimal, was man hier für die Fliege braucht. Oder für mehr, man braucht gleich 2 Schritte, aber für den ersten Schritt ganz, ganz wenig. Wird ein bisschen Dubbing angesponnen. Und dann wird hier so ein kleiner Spot gebunden. Also ich übrigens, diese Variante, die ich hier binde, ist auch nicht die Originalvariante. Es ist wieder etwas, wo ich mir dann meinen Teil denke, wie ich es gerne hätte und nicht so, wie es im Original ist, wenn es denn irgendwie überhaupt das Original so im Netz zu finden gibt. Keine Ahnung, wer die erfunden hat. Es geht da eher um die Weise, wie es gebunden wird, und ich habe jetzt hier meine eigene Farbvariante und nehme ein wenig mehr von dem Salmo Supreme Dubbing, schneide das einmal in Hälfte, weil das so lang ist. So, leg mir das ein bisschen aufeinander und pack das hier oben drauf. So, und klappe den Teil, der nach hinten steht, den klappe ich um. So, dass das hier so nach vorne so diesen Teil gibt, der diese ganzen Mundwerkzeuge und Fühler darstellt. Dann nehme ich Easy Shrimp Eyes, und zwar in der kleinen Größe. Die Easy Shrimp Eyes gibt es in Small und in Medium, und für die Meerforellenfliegen finde ich persönlich ja die Small besser, weil die sehr, sehr klein sind im Vergleich. Die Medium sind circa doppelt so dick, und ich finde einfach, dass in den kleinen Fliegen, die für mich meistens besser aussehen, das ist natürlich auch Geschmackssache, wer extra ein dickes Auge da haben möchte oder so, nimmt die anderen. Ja, ich merke nur an den Bestellungen, dass meistens die größeren bestellt werden, und ich finde eigentlich, dass mir persönlich die kleineren besser gefallen. So, die kommen hier rein, schön gegen das Material gebunden, dass die sich schön aufstellen, die Augen. So. Und dann nehmt ihr 1-2 Fäden Flash, ihr könnt Pearl nehmen, ich habe jetzt hier Ice Blue.
Und die lege ich mir hier einfach an. Binde die hier zwischen die Augen. Klappe die zum Öhrstehenden um und lege die auch dazwischen. So, jetzt habe ich hier vier Fäden. Die sind jetzt auch unterschiedlich lang. Wenn ich die noch trimmen möchte, das kann ich auch immer im Wasser machen. Dann mache ich das ganz zum Schluss, wenn die Fliege fertig ist und nicht jetzt. Ich möchte auf jeden Fall, dass die nicht alle gleich lang sind, sondern dass die unterschiedlich lang sind, weil die, wenn die gleich lang sind, eher dazu neigen zu verkleben und das tun sie so deutlich weniger. So, das, was ich jetzt noch nehme, ich mache noch ein bisschen Fühlermaterial rein. Da wird sonst immer noch auch irgendwelches Fluoflash reingebunden. Das möchte ich hier in der Farbe jetzt, also in meiner Variante der Fliege gar nicht haben. Ich nehme hier ein Material für ein Futurefly. Und das ist echt super für so Fühler von Garnelen. Einfach ein ganz paar Fibern nehmen. In der Videobeschreibung unten unter dem Video findet ihr übrigens auch alle Materialien direkt zum Anklicken. Da sind dann Links hinterlegt, wo ihr sie direkt im Shop bei mir bekommen könnt, falls ihr nachschauen möchtet, was es genau ist, was ich hier alles verwende. So, und die Fühler hier, die lege ich hier wieder drauf. Zwei Wicklungen. Umklappen. Wieder zwei Wicklungen. Fertig. So, jetzt habe ich hier schöne zarte Fühler. So gefällt mir das richtig gut. So, was ihr jetzt als nächstes noch braucht, das ist nämlich das, was diese Fliege so auszeichnet und was sie so besonders macht auch. Und zwar kommen da Rubberlegs rein. In der Originalfliege sind leuchtend orangene Rubberlegs drin. Die finde ich nicht so toll. Das ist mir persönlich zu grell, zu fluo. Wenn da jetzt diese langen Rubberlegs drin sind in fluo-orange. Deswegen mache ich hier eine Variante mit diesen Vineyard Barrett Rubberlegs. Die sind halt gebändert. Ja. Und da nehme ich die orange gebänderten von. Sehen dann so aus. Sind nicht so leuchtend. Da nehme ich zwei Stück, lege die hier auch zwischen die Augen. Und hauen die nach unten ab. So, bind die hier ein, aber ohne viel Druck. Wenn ihr da zu viel Druck drauf gebt, dann marschieren die so in alle Richtungen, wo ihr sie nicht hinhaben wollt. Von daher lieber mit wenig Druck hier arbeiten. Da kann dann noch mal ein Tropfen Lack drauf. Jetzt brauche ich solche Federn. Ihr könnt da verschiedene Farbvarianten nehmen. Ginger ist das Original. Ich habe hier so tannengebänderte. Die finde ich da eigentlich ganz schick drin. Und dann nehmt ihr eine möglichst große Feder und nehmt euch von den, machen wir den Fluff hier weg, von den Fibern, die hier unten sind, diese großen, die zieht ihr euch einfach ab. Legt die aufeinander. Und macht euch so ein Fibernbündel. Das können ruhig ordentlich ein paar sein. So. Und dieses Bündel, das legt ihr jetzt hier oben drauf. So als Abdeckung des Kopfes. Ich weiß noch aus meiner Biologiezeit, dass ich dieser Kopfdeckel da oben, mit diesem Stirnfortsatz, dass sich das Rostrum nennt. Also binden wir jetzt das Rostrum ein.
So, das kommt hier oben drauf. Und dann haben wir hier so eine Abdeckung. Und dann nehmen wir noch eine Feder, und zwar eine etwas kleinere. Und von der befreie ich hier den Kiel einfach so ein bisschen von den Fibern, schneide dann den Kiel ab. Und binde mir die Feder hier ein. Dann nehme ich hier ein UV Nice Dubbing in der Farbe Tan. Das gefällt mir jetzt in der ganzen Farbkombination sehr, sehr gut. Zupfe mir von dem Material was aus der Packung. Ihr könnt das im gespaltenen Faden einbinden. Ich mache das hier in dem Fall nicht. Ich spinne das einfach so am Faden an. Und wickel damit den Körper der Fliege. Übrigens, die Fliege hier, oder von der drei Stück, gibt es im März zu gewinnen. Wie alle Fliegen, die jetzt gerade gebunden werden, wird es für, wenn ihr unten das Video liked und einen Kommentar drunter schreibt, kommt ihr mit in die Losbox rein. Bedeutet, dass im Anfang März alle Fliegen, die im Februar gebunden wurden in den Videos, in einer Dose verlost werden, und wer daran teilnehmen möchte, muss in diesen Videos halt kommentieren, dass einfach hier so ein bisschen Traffic entsteht, hatte ich im letzten Video schon erklärt. Und dann gibt es eine schöne Dose mit tollen von mir gebundenen Fliegen hier zu gewinnen. So, dann nehme ich einen Klettverschluss und bürste hier einmal das Dubbing so ein bisschen an. Okay, nicht zu doll, weil das bürste ich gleich noch ein bisschen nach. Und dann nehme ich die Feder und wickel die jetzt lose über den Körper. Ich mache das jetzt ohne Hechelklemme, wie ihr seht. Ich finde erstens, dass es immer am schnellsten ist, und zweitens, dass es bei so langen Federn auch ganz gut funktioniert. Wer das nicht mag, nimmt eine Hechelklemme auf jeden Fall. Wenn ihr kurze Federn habt, könnt ihr das auch machen. Aber bei der Größe hier und so finde ich das eigentlich ideal, mit den Fingern zu wickeln. So, dann wird die Feder abgebunden. Ich lege sie dann nochmal nach vorne, mache hier einen Abschluss, schneide den Rest vom Kiel ab. Okay, so, dann mache ich hier auch direkt einen Tropfen Lack drauf. Im Original. Und auch da wieder, wie gesagt, ich mache hier meine eigene Variante in dem Fall. Wird jetzt über diesen Kopfknoten nochmal mit orangenem Faden ein Kopf drüber gewickelt, dass halt hinten nochmal ein orangener Spot ist. Ich möchte aber hinten keinen orangenen Spot haben in meiner Garnele, sondern ich möchte den Beißpunkt hier haben, wo die Hakenspitze ist. Da soll die Forelle reinbeißen, deswegen ist dort mein Hotspot und nicht da hinten. Das mag einfach auch letztendlich beim Fischen egal sein. Aber ich mache es so, und ja, möchte euch das auch nur weitergeben, dass ich einfach eine andere Variante binde und da ein bisschen, ja, aufgrund meiner Vorliebe und der Erkenntnis, die ich dann über die Jahre mehr Forellenfischen habe, einfach so, da entwickelt man ja so sein eigenes Ding. Und ich möchte einfach den Hotspot dort haben, wo die Forelle dann hoffentlich drauf beißt und reinbeißt und dann gleich den Haken im Maul hat. So, dann wird das alles nochmal verbürstet. Schön ausbürsten, dass das Dubbing rauskommt, dass der Hotspot sich da rauslöst.
und fertig ist die kleine Garnele. Schwerelos, so ziemlich, also ohne extra Gewicht gebunden. Mit schön viel Spiel, dem Hotspot da drin, den Augen da drin. In einer Farbe, wie es über sandigen oder Mischgrund halt gut passt. Und mit den Gummibeinen und den Fühlern drin. Ich denke, eine coole Fliege. Es ist nicht das Original, aber soll es ja auch nicht sein. Es ist mein Original und ich binde noch zwei davon und die könnt ihr dann gewinnen im Gewinnspiel Anfang März. So, und dann danke ich schon mal fürs Zuschauen. Macht einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Video. Euer Mario.